Hallo und herzlich willkommen zu Sozialpsychologie mit Professor Erb. Heute mal ohne Professor Erb, aber keine Sorge, ihm geht's gut. Ich soll Sie zu Hause auch alle ganz lieb von ihm grüßen. Heute müssen Sie allerdings einmal mit mir Vorlieb nehmen und wir wollen ein wenig über das Thema Affektbedürfnis sprechen. Das wird auch Bedürfnis nach Affekt oder auf Englisch Need for Affect genannt. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, Affektbedürfnis, was ist das eigentlich? Dabei handelt es sich um die Tendenz von Menschen, Situationen oder Aktivitäten aufzusuchen, die starke Emotionen oder Gefühle auslösen oder mit solchen verbunden sind. Es handelt sich also nicht um diesen juristischen Begriff Nutzung, dass jemand eine Tat im Affekt begangen hat, sondern wir sprechen über Emotionen, Gefühle und Überstimmung. Wir alle haben ein Bedürfnis nach Affekt, unterscheiden uns allerdings darin, wie stark dieses Bedürfnis ausgeprägt ist. Es gibt also Menschen, deren Affektbedürfnis vergleichsweise hoch ist. Und es gibt Menschen, die suchen weniger stark solche Situationen aus, auf die starke Emotionen auslösen. Lassen Sie uns zwei Beispiele aus dem Alltag betrachten. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal einen Horrorfilm geschaut haben, aber ich muss Ihnen nicht erzählen, dass ein Horrorfilm die Emotion Angst auslöst oder zumindest lösen soll. Ein anderes Beispiel aus dem Alltag ist das Interesse an dem Tod einer Person des öffentlichen Lebens. Solch ein Vorfall ist mit Trauer verbunden. Beide Beispiele sind vergleichsweise banal, trotzdem spiegeln sie eigentlich gut wider, dass bei solchen Situationen irgendwelche Emotionen oder Gefühle ausgelöst werden. Aber was macht Menschen mit einem hohen Affektbedürfnis sonst noch so aus? Tendenziell besitzen sie extremere Einstellungen gegenüber sehr kontroversen Themen. Solch ein kontroverses Thema ist zum Beispiel Abtreibung, aber auch Gentechnik oder Feminismus. Menschen mit einem hohen Affektbedürfnis sind jetzt also sehr stark dafür oder sehr stark dagegen und bei ihnen ist seltener eine ambivalente Einstellung zu beobachten. Außerdem lassen sich Menschen mit einem hohen Affektbedürfnis eher von emotionalen Botschaften beeinflussen und überzeugen als von analytischen. Für sie spielen also inhaltliche Argumente eine geringere Rolle. Was ich persönlich sehr spannend finde, ist, dass Personen mit einem hohen Affektbedürfnis sich bei Romanen oder Filmen viel besser in das gesamte Geschehen hineinversetzen können. Das ist einmal die Geschichte im Allgemeinen, also der Plot, den können sie viel eher. Sie denken sich da viel mehr rein, fiebern vielleicht auch mit, aber auch die Emotionen und Gefühle, die die Akteure dort verspüren, die können sie viel eher nachempfinden. Außerdem können wir beobachten, dass Menschen mit einem hohen Affektbedürfnis eher auf andere Leute zugehen, offen für Neues sind, sie kommen gut mit anderen Leuten aus, sie sind im Allgemeinen auch eher zufrieden und weniger ängstlich. Wer von Ihnen jetzt das Video zum Thema Big Five geschaut hat, der hat bestimmt rausgehört, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Affektbedürfnis und den Persönlichkeitsfaktoren gibt. Also sie sind im Durchschnitt extravertierter, verträglicher und auch offener für neue Erfahrungen, aber weniger neurotizistisch. Für alle anderen verlinken wir das Video auf jeden Fall nochmal. Wenn Sie mögen, schauen Sie doch gerne rein. Genau. Zum Schluss möchte ich noch mal kurz darüber sprechen, wie Psychologinnen und Psychologen dieses Affektbedürfnis jetzt messen und erfassen können. Wir verlassen uns da auf die Selbstauskunft der Menschen. Das bedeutet, dass wir ihnen eine Skala geben und dort geben sie dann an, wie wichtig für sie Emotionen und Gefühle sind, welche Rolle das in ihrem Leben spielt. Gibt jetzt ein Proband an, dass Emotionen eher eine hohe Bedeutung haben, dann können wir darauf schließen, dass das Affektbedürfnis vergleichsweise hoch ist. Geben Probanden hingegen an, dass für sie Emotionen nicht so wichtig sind und dass das auch nicht so eine große Rolle im Leben spielt, dann können wir darauf schließen, dass das Affektbedürfnis vergleichsweise gering ist. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Vielleicht haben Sie sogar ein bisschen was gelernt. Falls ja, lassen Sie einen Daumen da, abonnieren Sie den Kanal. Ich freue mich auf das nächste Video und dann auch wieder mit Professor Erb. Danke fürs Zuschauen. Ciao!